beziehungsweise hypnotisieren lassen. Der Lustop, Lilly. Ja, falsche Taste, ich weiß. Nein, Pucki. Du sollst nicht mit Feuer spielen, Wookie. Lilly hatte sich mit Hilfe des Hasen wieder in die Welt der Trance versetzt. Auf den ersten Blick wirkte hier alles fremd und seltsam. Vollkommen alleingelassen kauerte sie in einer kalten Höhle, die von dem riesigen Auge der Oberin argwöhnisch beleuchtet wurde. So groß war der Unterschied zur Realität also gar nicht. Ui, okay. Ja, ich würde auch immer Harvey dazwischen sagen, wenn man hypnotisiert wird. Habe ich mir von Gronkh angewöhnt. Was heißt angewöhnt? Aber ich finde es einfach geil. Ich habe es einfach gefeiert und das werde ich jetzt auch machen. Ja. Pucki, mit dir reden wir jetzt erstmal. Und hier sind wir nun in der Trollhöhle. Ja, in der Hypnose-Variante von Oberin Ignaz Büro. Lilly muss natürlich in ihre Trance sich zurückbegeben, um ihre psychischen Blockaden dort zu brechen. Und in dieser Parallelwelt sind die Hintergründe immer fantasievoll durch Lilly uminterpretiert, in einer Art Parallelwelt. In diesem Fall ist stimmigerweise das Büro der Oberin eine Trollhöhle. Und hier steht sogar ein Altar mit irgendwelchen Zwergenruhen, die ich tatsächlich seinerzeit, als ich den Hintergrund gemalt habe, habe ich mir die Mühe gemacht und mir die Zeit genommen, um nochmal mein altes Herr-der-Ringe-Buch rauszuwühlen. Denn da auf dem Einband sind eben diese Runen abgebildet und ich habe mich erinnert, dass ich damals, als ich der Herr der Ringe gelesen habe, ich habe das Buch geerbt bekommen, irgendwie mit 14 von meiner Mutter, und da habe ich das sogar im Urlaub gelesen und die ganze Zeit über, während die anderen beim Pool waren, auf dem Balkon gesessen, war ich total fasziniert und hatte die schon mal übersetzt quasi. Und das habe ich dann wieder getan, als ich den Hintergrund gezeichnet hatte, um halt mir ein Alphabet zusammenzustellen. Und ja, hatte da scheinbar nicht mehr so viel Zeit, um mir einen richtig guten Spruch auszudenken, den ich da tatsächlich auf den Altar schreiben möchte. Und entsprechend ist der Satz, der da steht, jetzt ein wenig sinnfrei. Aber schön mystisch und unheimlich und foreshadowing. Whoa. Ich verrate jetzt nicht, was es bedeutet. Ich verrate euch nur so viel. Wir haben eben hier uns nochmal die Mühe gemacht, weil ich es natürlich nicht auswendig kenne. Und diese Runen durch ein Runenübersetzungsprogramm, das wir im Internet gefunden haben, gejagt, um nochmal zu gucken, was da überhaupt steht. Wie gesagt, es macht überhaupt keinen Sinn und nach diesem Runenübersetzungsprogramm zumindest ist mir auch ein entscheidender Fehler unterlaufen, dass ich sowohl das E als auch noch einen anderen Buchstaben falsch übersetzt habe. Vielleicht schafft ihr es ja trotzdem herauszufinden, was für ein Satz da steht. Und diesen Satz postet ihr dann auf eurer Homepage und verlinkt ihn. Genau, ihr am besten schreibt ja auch gleich einen neuen Wikipedia-Eintrag zu diesem Thema. Und nein, ich habe keine Ahnung, macht irgendwas mit diesem Satz. Aber bitte nicht auf meine Facebook-Seite. Viel Spaß in der Trollhöhle. Das Herr der Ringebuch mit dem Ort. Wenn ich jetzt Lust hätte aufzustehen, würde ich jetzt nach dem gucken, aber das mache ich nicht. Aber ich werde mir das kurz abfotografieren und dann werde ich nachher mal schauen, ob ich das irgendwie übersetzen kann. Okay, mal kurz ein Foto. Dum, dum, dum. So. Klick. So. Okay. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe mich gerade irgendwie gerade ein bisschen erschrocken. Ich habe hier eine Coca-Cola Zero Flasche und das ist jetzt eine Werbung von James Bond drauf. Wollte ich nur mal kurz sagen. Skyfall 007, nur im Kino. Den werde ich mir auf jeden Fall anschauen, auch wenn ich den zweiten Teil von diesem mit diesem Daniel Craig noch nicht angeguckt habe, werde ich es mir trotzdem anschauen. Natürlich erst der zweite Teil vor. Interessiert zwar keinen, aber ist mir auch völlig egal. Ich rede jetzt halt einfach irgendwas so. Im Inventar haben wir nicht in den Rundgang. Lilly hätte sich gerne etwas umgesehen,
aber sie wollte nicht riskieren, von dem riesigen Auge der Oberin gesehen zu werden. Okay, hier kann man doch den Vorhang schon drum ziehen. Ui, okay. Ah, der Staub! Mein Auge brennt! Wer war das? Eine Keule, kann man die mitnehmen? So, das Auge brennt. Mein Kaffee ist auch schon wieder leer. Scheißdreck. Lilly hätte sich geabt. Ich sehe doch nichts mehr. Ich komme jetzt mit der Keule dagegen das Auge. Das Auge war nicht nah genug, um mit einer Keule die Netzhaut in Stücke zu schlagen. Nicht, dass unsere Lilly solche Gedanken hegte. Nein. Kordel, kann man die noch weiter zuziehen? Mein Auge! Aufhören! Gibt's auch nicht mehr, oder? Das Auge war nicht Schade. Nicht. Ja, sag mal, was gibt's hier denn noch? Jetzt gibt's hier ja nichts mehr. Ja, und jetzt? Lilly, aber... Ja, schon. Hey, gibt's doch gar nichts mehr. Ah, okay. Ich kann schon mit der Keule also hier noch schön auf den Vorhang draufschlagen. Oh, wie das brennt! Oh, warte! Wenn ich denjenigen erwische, der hier mit Dreck um sich wirft, der wird sein blaues Wunder erleben! Die Oberin kniff ihr tränendes Auge zusammen. Lilly war vorerst unbeobachtet. Jetzt schnell raus. Ja, dein Auge brennt, das wissen wir. Rippen können wir ja verändern. Lilly hatte eigentlich genug Rippen. Man konnte sie gut zählen. Aber die Oberin hatte es verboten, weil es ihr den Appetit verdarb. Okay, können wir nicht nehmen. So, riech noch mal den Poki. Und in diesem Screen manifestiert sich doch zum ersten Mal tatsächlich einer von Lillys psychischen Widerständen, Blockaden, in Form eines Harvey-Dämonen. Und zwar ist es dieser Schneemann. Ich werde es später nochmal sagen, aber großartige Leistung von Alex, der hier quasi mit seiner Harvey-Stimme, die ja schon gar nicht seine normale Stimme ist, sondern schon eine verstellte Stimme, trotzdem noch zusätzlich unterschiedliche Dämonen personifiziert. Und jedem einzelnen dieser Dämonen einen eigenen Charakter und eine eigene Stimme gegeben hat. Der Schneemann ist noch ein verhältnismäßig harmloser Dämon, der Lilly daran hindert, mit Feuer zu spielen. Und besonders gelungen an dieser Szene finde ich halt immer noch die Idee mit dem Zylinder. Ich darf es jetzt leider nicht spoilern. Alle Leute meckern mit mir, dass ich in den Audiokommentaren spoiler. Ja. Ich kriege wirklich böse Briefe von Leuten, die mich töten wollen, weil ich in Audiokommentaren spoiler. Deswegen sage ich jetzt nicht, was mit dem Zylinder los ist. Ja, aber ich kann verraten, dass die Inspiration zu diesem Zylinder aus einer englischen Serie kommt. The Mighty Boosh. Ja, sehr gute Serie. Sehr unbekannt, aber sehr gut. Auf jeden Fall angucken. Total abgefahren. Total abgefahren. Ich könnte wetten, dass einer dieser Briefe oder auch mehrere dieser Briefe von Gronkh persönlich stammen, der sich ja auch immer sehr aufgeregt hat, dass der Poki zu viel spoilert und deswegen, also bei Edna bricht aus und deswegen er immer schon genau gewusst hat eigentlich, was er machen soll, obwohl er es eigentlich gar nicht wissen wollte. Lilly hatte man ab, entweder oder jemand. Ja, ja. So, wir haben Feuerholz unter einem Schneemann. Hier haben wir zur Oberin. Achso, hier geht's wieder zurück. Okay, wollte ich gucken, ob ich die Karate nehmen kann. Können wir nicht. Aber einen Zylinder haben wir da. Mit dem müssen wir wahrscheinlich ja irgendwas machen. Aber ich würde sagen, wir reden jetzt erstmal mit dem Harvey. Die Feuerstelle ist geschlossen. Artige Kinder spielen nicht mit Feuer. Du bist doch ein artiges Kind, oder? Aha. Na, siehst du. Es gibt keinen Grund für brave Mädchen wie dich mit brennenden Gegenständen zu hantieren. Keinen einzigen. Verstanden? Lilly war nicht überzeugt.
Garrett hatte gesagt, sie solle das Feuer benutzen, um Licht zu machen. Das schien ihr schon ein triftiger Grund zu sein. Aber wie sollte sie den Dämonen nur davon überzeugen? Okay. Was haben wir denn noch da? Jetzt haben wir hier nichts mehr. Riesenauge und Rippen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier sogar irgendwas reinklemmen müssen. Weil was sollen die Rippen ja sonst da sein, wenn man keine davon nehmen kann? Den Zylinder. Hey, Finger weg! Ich brauche den Zylinder. Wenn du ständig mit einer Glatze in der Kälte rumstehen müsstest, würdest du das verstehen. Feuerholz. Sonst gibt's hier auch nichts. Ich mach mal kurz zurück. Irgendwas übersehen haben. Ach, jetzt hat sie ihre Kontaktlinse rausgenommen. Nach der Aktion mit dem Vorhang hatte die Oberin offenbar ihre Kontaktlinse herausgenommen. Seltsam. In der realen Welt trug die Oberin eine Brille. Aber in der realen Welt war die Oberin auch keine 20 Meter groß, also ging das wohl klar. Ich habe mich gerade schon gewundert, jetzt waren wir vorhin noch gar nicht da. So, und ich denke mal, ich liege mit meiner Vermutung jetzt richtig, dass ich hier in den Rippen jetzt die Kontaktlinse hier einsetzen muss. Ja. Na du, was ist das? Was riecht denn hier so komisch? Es riecht nicht nach Karotte. So viel steht fest. Das ist Feuer! Ah, ich brenne! Nimm mir den Hut ab! Nimm ihn ab! So, okay, brennende Zylinder. Lilly wusste nicht so recht. Eigentlich war es ihr verboten, mit Feuer zu spielen. Nun tu doch was, Lilly. Nimm mir den Hut ab! Nimm ihn ab! Danke, Lilly. Du hast mich gerettet. Aber siehst du mal, was Feuer alles anrichten kann. Am besten man lässt die Finger davon. Lilly war ein wenig zerknirscht. Der Schneemann schien gar nichts gelernt zu haben. Tja, und da hockt auf einem Scheitel Feuerholz. Was kann man denn da machen? Ein Schneemann, der auf einem Feuerholz sitzt. Und wir haben einen brennenden Zylinder. Ganz schwer. Was soll das denn jetzt werden? Hey, lass das! Nein, nicht! Nein! Ja. Lilly hatte das Feuer entsorgt. Genau wie der Schneemann es ihr aufgetragen hatte. Hoffentlich hatte er jetzt eingesehen, dass es durchaus Situationen gab, in denen man mit Feuer spielen durfte. Wir haben den ersten Harvey-Dämon bezwungen. Okay, der war jetzt recht simpel, war klar der erste. Es wird noch etwas schwerer. Vor allem danach auch dahin zu kommen, das ist recht schwer. Gratulation! Lilly hat eine neue Fähigkeit erworben. Sie ist nun in der Lage, das Verbot mit Feuerspielen zu umgehen. Dazu muss sie es einfach in ihrem neuen Verbote-Menü mit der linken Maustaste aufheben. Behaltet diese Option im Hinterkopf. Im Laufe des Spiels wird Lilly lernen, noch viele weitere Verbote auf diese Weise zu umgehen. Es kann aber immer nur ein Verbot zur selben Zeit aufgehoben werden. Okay. So, und wir sind wieder in der realen Welt. Und ich sehe gerade, wir haben den Poki noch gar nicht angesprochen. Das werde ich noch kurz machen, bevor wir die Fackel anzünden. Tja, und nun steht Lilly unter der Hypnose von Dr. Marcel. Hier ist er nun. Ich habe immer diesen Gedanken genossen, dass Dr. Marcel über die Edna und Harvey-Reihe hinweg halt immer mehr verkrüppelt wird. Jetzt habe ich ihn schon ziemlich doll verkrüppelt, hier mit Rollstuhl und Augenklappe. Sieht das schon richtig fies aus. Ich weiß gar nicht, was da noch für Potenzial ist.
ja, dass Dr. Marcel in seinem Feldzug quasi den kindlichen Geist zu zerstören und Kindern ihre Kindlichkeit auszutreiben, halt immer verbitterter und böser wird, weil halt ja auch im Endeffekt immer Kinder ihn halt weiter verkrüppeln. Ja, das ist einfach ein schönes Thema. Und ich freue mich einfach auch sehr, dass wir halt wieder alle alten Edna-Sprecher, insbesondere den Thomas Fitschen, mit am Start haben. Und tatsächlich hat Dr. Marcel, auch wenn er hier fast weniger Auftritte hat als in Edna bricht aus, doch mehr Text. Und das freut mich doch sehr. Vielleicht können wir das noch mehr intensivieren. Thomas ist einer unserer besten Sprecher. Aber ich glaube, das sage ich über jeden Sprecher. Genau, spannende Szene. Lili steht hier unter Hypnose. Und hier liegt auch das erste Mal Harvey. Mit seinen neuen Augen im Raum. Woogie. So, und auf geht's zum Rundgang und ja. Wir dürfen jetzt mit dem Feuer spielen. Das heißt, wir müssen erstmal das Verbot aufheben. Hier, Feuer machen. Bam! So, und jetzt dürfen wir die Fackel benutzen. So, eine brennende Fackel in die Halterung legen. Mit Hilfe der Fackel konnte Lilly endlich die geheimnisvolle Halterung inspizieren. Was für eine Überraschung! Wahnsinn! Es war eine Fackelhalterung. Von dem versprochenen Geheimgang fehlte jedoch nach wie vor jede Spur. Okay, brennende Fackel. Dunkle Ecke, dunkle Ecke, dunkle Ecke, dunkle Ecke. Brennende Fackel. Tatsächlich! Ein Geheimgang! Garrett hatte also wieder einmal recht behalten. Okay, in die Geheimtür rein. Lilly! Du hast es geschafft, perfekt. Ich glaube, du bist nun endlich bereit, die Wahrheit zu erfahren. Tja, wo soll ich nur anfangen? So, Garrett und Hypnose. Erstmal Garrett. Vielleicht sollte ich mich erst einmal vorstellen. Mein voller Name ist Chief Deputy Garrett Gordon Gardengore. Ich arbeite als verdeckter Ermittler für das Jugenddezernat. Ich wurde undercover in dieses Kloster eingeschleust, um die Oberen zu observieren. Meine Aufgabe ist, Beweise zu finden, dass ihre Erziehungsmethoden gegen das Jugendschutzgesetz verstoßen. Aber der weitaus größere Fisch ist Dr. Marcel. Gegen ihn ist die Oberin die reinste Nonne. Lilly konnte kaum glauben, was sie da hörte. Aber nun ergab alles einen Sinn. Der geheime Raum, die Abhörapparate und die seltsamen Stimmen, die sie nachts immer hörte. All das fügte sich nun zu einem stimmigen Gesamtbild zusammen. Okay, Hypnose. Bevor du mir deine Fragen stellst, lass mich noch kurz eine Sache zu dieser Hypnose loswerden. Diese Harvey-Hypnose ist eine teuflische Erfindung des Doktors. Er nutzt offenbar diesen Stoffhasen, um dir seinen Willen aufzuzwängen. Wenn wir hier raus wollen, dann musst du dich gegen diese Verhaltensregeln zur Wehr setzen, die er bei dir installiert hat. Ähnlich wie das Verbot, mit Feuer zu spielen, kannst du auch die anderen Blockaden umgehen. Dafür musst du dich allerdings wieder in Trance versetzen. Die erste Herausforderung wird sein, das Schulgelände zu verlassen. Es wurde dir von der Oberin verboten. Und aufgrund der Blockade ist es dir nicht möglich, ungehorsam zu sein. Der Trick ist auch hier, das Problem während der Trance zu bekämpfen. Wir sollten das Problem vor Ort angehen. Dr. Marcel. Lass mich ausreden. Wie gesagt, Dr. Marcel ist der viel größere Fang. Die Polizei ist ihm schon seit längerem auf den Fersen. Er steht unter dem Verdacht, illegale Therapiemethoden einzusetzen, um Kindern ihrer Kindlichkeit zu berauben. Und die Hypnose, die er an dir durchgeführt hat, festigt diesen Verdacht. Okay. Polizei. Die Polizei rufen? Ha, Lilly, ich bin die Polizei. Ich kann dir helfen und dich in Sicherheit bringen. Wir müssen nur irgendwie vom Schulgelände herunterkommen. Der beste Weg ist wahrscheinlich, den Spuren deiner Freundin Edna zu folgen. Aber erst einmal wollte ich ja deine Fragen beantworten. Also?
Keine Fragen? Enttäuschend. Aber na gut. Auf zum Schaukelbaum!